tolles Wetter, um die Gegend zu erkunden. Ja, Inselentdecker! Finden wir erst den Ausgang. Sieh dir das an. Die ist so groß. Ich zähle auf dich, verstanden? Halt die Augen offen. Ja, mit der Sperrangel. Weit offen. Sperrangelweit. Sperrangelweit offen. Oh, das ist merkwürdig. Ja, ein wenig schon. Dieser Ort ist nur für Hauspersonal. Tut mir leid. Hauspersonal? Wie unsere Bediensteten zu Hause. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. So groß. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein. Zu viel Verantwortung. Wegen der Blumen. Wusstest du, dass die Gräfin sie erst im letzten Moment pflücken ließ? Damit sie so frisch wie ein kleines Kind sind. Ja, ich schicke die neue Bedienstete. Ihre zarten Hände machen sie nicht kaputt. Guten Tag auch. Guten Tag. Danke. Wird ein heißer Tag heute. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit Helm anfühlen muss. Tja, gestern im Hafen ging es ein bisschen rund, von daher. Stimmt. Wohl wahr. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Oh. Geht es da raus? Denke schon. Fragen wir die Wache. Man sieht, dass der Graf reich ist. Woran? Zu viele Wasserbecken. Das stimmt wohl. Hallo, dürfen wir rausgehen? Sicher. Genießt die hellen Tage. Gut geschlafen? Hallo, Sophia. Schön, dich zu sehen. Woher wusstest du, wo ich euch finde? Das ist mein Leben, Schätzchen. Früh aufstehen, beobachten, lauschen und das Beste draus machen. Dass Anno hinter Gittern sitzt, weiß ich auch. Ja, dieser Mistkerl. Er verdient es. Er verriet uns und hat Hugo benutzt. Welchen Nutzen könnte so ein winziger Kerl denn in sich tragen? Oder bist du nützlicher, als du aussiehst, kleiner Mann? Ich meine es ernst, Sophia. Anno mag dein Freund sein, aber er hätte uns fast getötet.
Also habt ihr gestern Abend seine Gefangennahme mit dem Grafen und seiner Frau gefeiert? Nein, die sind unwichtig für mich. Ich knie vor niemandem, Sophia. Keinem Grafen, keinem König, vor keinem. Nur Hugo ist mir wichtig. Alles klar. Ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe dich nur geärgert. Ich weiß nun mal gern, wer meine Freunde wirklich sind. Was ich hier höre, gefällt mir. Kommt. Drehen wir eine Runde. Ja. Ich habe mich heute Morgen etwas umgesehen. Wisst ihr schon, wohin ihr geht? Noch nicht, nein. Lasst euch Zeit. Das Wetter ist schön, die Leute feiern. Selbst die Wachen sind freundlich. Nur deshalb sind wir noch nicht im Gefängnis. Ruhig, ganz ruhig. Sollten wir nicht unsere Sachen ausliefern? Wir haben noch Zeit. Das Festmahl ist erst abends. Die haben bestimmt noch nicht angefangen zu kochen. Oh, ein Vogel! Ja, stimmt. Ist das der aus deinem Traum? Fast. Irgendwie komisch. Er scheint auf etwas zu blicken. Oh, eine Schatzsuche. Jetzt schon? Also, mal sehen, was er sieht. Ein Traum und ein Vogel, was? Hugo hat oft von diesem Ort geträumt. Schon bevor wir überhaupt herkamen. Und jedes Mal kam ein Vogel vor. Na gut, warum nicht? Los, wir könnten wieder Seekrieg gegen die Engländer spielen. Hey, ich wäre dabei. Du hast ein Schiff, du musst nicht spielen. Oh, du hast noch nie eine Seeschlacht gesehen, was? Aber Kämpfe auf einem Schlachtfeld. Ja, bleib dafür lieber an Land, glaub mir.
Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Hier ist ein Zeichen. Und? So verständigen sich Schmuggler. Jemand hat hier Geschäfte gemacht. Wofür steht das? Wenn etwas schief geht oder eine Crew sich aufteilt, hinterlassen sie diese Zeichen, damit einer von ihnen die versteckten Sachen holt. Ein Schatz? Eher Waren wie Wein oder Lebensmittel. Auch wertvoll. Interessant. Ich will auch was verstecken. Einen Stein vielleicht? Komm, hoch mit dir. Alles klar. Ziemlich leer. Ach komm, eine verschlossene Tür kann dich nicht aufhalten. Sehen wir uns um. Dieses Fenster, da ist etwas drin. Volltreffer. Gehen wir zurück. Ja, nehmen wir den Turm ein. Oh, du bist also ein Eroberer. Nur Türme. Der Rest interessiert ihn nicht. Türme sind am besten, weil man sie besteigen kann. Amicia, ich will zurück zu den Steinvögeln. Interessant. Was wohl dort oben ist? Vielleicht ja das Vogelnest. Oh, dort legt er seine Eier. Glaubst du, mein Vogel ist eine Mama? Wer weiß. Blöde Leitern. Oh. Kletter hoch. Aha. Mal sehen, was da drin ist. Gut, dann an die Arbeit. Das sollte die Sache erleichtern. Wir sind fast oben. Na dann los.
Hier kann man alles sehen. Hat sich gelohnt. Nette Aussicht. Komm näher. Jetzt kannst du dich wie dein Vogel fühlen, wenn er hier oben sitzt. Nicht wie irgendeiner, wie ein Raubvogel. König der Vögel. Was siehst du? Ich sehe, wo ich jage. Und was jagst du? Würstchen. Weißt du, was Raubvögel noch machen? Sie kreischen. Bereit? Ja. Sophia kreischt auch mit. Stimmt's? Bin eine geborene Kreischerin. Auf drei. Eins, zwei, drei. Go! Also gut, gehen wir wieder runter. Jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Übrigens, gut gekreischt, ihr beiden. Du warst auch ziemlich gut. Ich weiß, meine Kapitänsstimme. So eine braucht man, um das Rauschen des Meeres zu übertönen. Der Crew gefällt sie sicher. Noch hat sich keiner beschwert. Vorsichtig runter. Gut, gut. Gehen wir runter. Alles klar. Komm mit darunter. Ja. Was ist mit dem glotzenden Vogel? Ich weiß. Er ist unsere heißeste Spur. Folgen wir ihr. Hallo. Ist hier gesperrt? Im Moment ja. Tut mir leid. Wir müssen die Blumen für die Zeremonie im Heiligtum liefern. Er ist umgekippt. Alles gut. Sind nur ein paar Stiele abgebrochen. Wir kommen später wieder. Viel Glück. Mann, diese Soldaten sind so nett. Es tut mir fast leid, dass ich sie so oft beleidigt habe. Wie ich mich dann fühlen müsste. Verstehe. Wie viele hast du? Ich will's nicht wissen. Aber ich fühle mich nicht schlecht. Das macht mir Angst. Du bist bestimmt... Oh, ich habe dein Handwerk beobachtet. Ich bin nicht überrascht. Ohne dich wäre ich schon tot. Ja. Ja, Bienenleute. Schon gut. Die hier sind bestimmt nett. Klar sind sie das. Die machen Honig. Und ich liebe Honig. Ich auch. Wer nicht? Hmm.
Das ist ein Grab. Ein Hügelgrab. In meinem Traum war kein Grab. Dann suchen wir weiter. Berg ist ja so groß. Psst, willst du mir die Fische verscheuchen? Oh, Verzeihung. Also, ich hoffe, der Fisch entkommt. Du hast recht. Freiheit den Fischen. Bist du müde, Hugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Sie ist groß, aber wunderschön. Ich mag sie. Gut. Es war nicht leicht, aber ich bin froh, hier zu sein. Meine edle Werkzeuge. Nur bitte nicht gleichzeitig benutzen. Frische Fische. So frisch, dass sie noch vom wunderschönen Meer träumen. Schaut sie euch an. Hallo. Hallo. Hallo! Na, geht ihr zum Hafen? Oh nein, da waren wir gestern schon. Danke. Ich will noch den Rest anschauen. Hallo? Na? Heute kein Kampf? Alles friedlich. Preiset den Sohn. Hallo, Kinder. Oh, da ist eine Werkbank, Amicia. Ja, ihr könnt sie gern benutzen. Vielleicht. Danke. Frische Fische. So frisch, dass sie noch vom wunderschönen Meer träumen. Schaut sie euch an. Pflanzen. Zier- und Heilpflanzen. Robust wie Lacunas Erde. Edle Weine, edle Werkzeuge. Nur bitte nicht gleichzeitig. Fische, Brot, Obst, Kräuter. Ich habe alles, was auf den Tisch kommt. Pflanzen. Zier- und Heilpflanzen. Robust wie Lacunas Erde. Was geht hier vor sich? Eine Blume für den Sohn, eine für die Mutter, eine für den Vater. Oh, Sima, das war komisch. Es ist ein Gebet über das Leben und Kinder. Ah. Irgendwann wirst du es verstehen. Glauben gerufen. Gepriesen sei der Sohn auf seinem Blutbett ruhend.
ist tot. Alles schläft. Nichts ist fruchtlos. Alles wartet. Kein Kind ist geboren. Es weilt bereits hier. In Erwartung erneut zu atmen. Vom Glauben gerufen. Gepriesen sei der Sohn auf seinem Glutbett ruhend. Was ist das? Oh ja, Leute, die keine Kinder kriegen können, lassen sich hier segnen. Wie schön. Angeblich hat die Gräfin das hier ins Leben gerufen. Sie ist so nett. Sie und der Graf sehen so verliebt aus, das ist fast... Peinlich? Naja, überraschend. Wir brauchen hier mehr Zweige! Die Blumen dieses Jahr sind herrlich. Ja, sie sind das blühende Leben. Was sind das für Dinger am Himmel? Drachen. Noch nie gesehen? Nein. Naja, die sind wie kleine Segel. Sie fangen den Wind ein und steigen hoch. Kann man damit fliegen? Nein, nicht mal du. Ich will ein. Es gibt noch viel zu tun. Ja, es sieht doch schon gut aus, Liebling. Verschlossen. Das lässt sich bestimmt ändern. Da könnte etwas Nützliches drin sein. Kletter zuerst. Aha. Kletter hoch. Gut, gut. Oh, die Drachen sind nahe. Hallo? Weg mit dir. Du bist gut. Ich sollte dich anheuern. Ich war vorher anders. Ich wurde auch nicht als Schmugglerin geboren. Man tut, was man tun muss. Hier geht's runter. Alles klar. Thank you.
haben wir da Schönes? Mal sehen, was sich machen lässt. So viele Blumen wachsen. Vielleicht hat der Sohn der Glutasche tatsächlich Macht über diese Insel. Ich würde auch gern Blumen wachsen lassen. Ich würde gern Gold wachsen lassen. Gold riecht aber nicht gut. Gut, du hast gewonnen. Ja, danke. Können wir reinschauen? Klar. Warum nicht? Sag mal, warum faszinieren dich Windmühlen so? Sie sehen aus wie Riesen mit lustigen Schildschwertern. Junge, ich sehe nur olle Weizenmühlen. Ich weiß, Sophia. Ich weiß. Los, kletter hoch. Ja. Wir müssen springen. Aha. Was macht diese Kurbel? Vielleicht startet sie die Windmühle. Oh, hat geklappt! Shh, lasst uns leise verschwinden. Thank you.
unmöglich. Ich kann nicht zu dir. Hast mich wohl vermisst. Alles klar. Mag eine Bremse sein, um die Mühle anzuhalten.
du das gehört? Da hat sich was bewegt. Ja. Aber es klang nicht gerade nah. Seltsam. Der Palast ist unglaublich. Also, wie ist er im Innern? Ganz viele Wasserbecken. Er ist beeindruckend. Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir müssen den Vögeln folgen. Die Dinger kenne ich doch. In der Umgebung der Provence sieht man die öfter. Was ist das? Eine symbolische Passage? Die Frage ist, wohin oder zu was führt sie? Sieht magisch aus. Faszinierend. Ein magisches Loch. Die Leiter ist ja wohl eine Einladung. Ziemlich alt. Aber wurde erst vor kurzem benutzt, glaube ich. Sieht aus wie eine Kobalthöhle. Der einzige Kobalt hier bist du. Dann bist du eine Hexe. Woher weißt du das? Steintür und Bilder von Windmühlen. Der Windmühlenmechanismus. Ja, so hat es sich geöffnet. Ich glaub's nicht. Wo gehen wir hin? Keine Sorge. Wir sind echte Entdecker, Hugo. Stimmt. Da unten liegt ganz bestimmt ein Schatz. Weißt du was, Kleiner? Ich glaube, du hast recht. Meine Finger kribbeln, das ist ein gutes Zeichen. Heilige! Verdammt! Ist das echt? Ja, so echt wie ein Schmugglerhort. Ein verdammt guter.
Unfassbar. Wer hat das hier gebaut? Erstaunlich. Glaubst du, die sind noch hier? Fühlt sich verlassen an. Aber das ist halt so. Je umwerfender, desto höher die Gefahr, dass man draufgeht. Schmuck? Ein Armschutz. Der ist uralt. Zieh ihn an. Er passt. Oh. Wäre schade, ihn hier zu lassen. Behalt ihn. Ja. Der Schatz gehört jetzt dir. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich stärker. Ist vielleicht Magie. Alles klar. Gehen wir zurück, bevor uns noch ein Schmugglergeist